Willkommen zu Brain Damage, mein Name ist Chris. Noch nicht 100% fit. Und ja, heute stehen wieder Linkin Park in den Headlines. Ich weiß, aber wen überrascht's? Ey, das ist halt ein Riesending. Was soll ich sagen? Was ich aber zuerst nochmal erwähnen muss, ist, dass ich letztens in den News einen eventuellen Leak hatte für ein Oasis-Release. Das Ganze hätte ein Album werden sollen mit schwer erkennbarem Datum. Vielleicht war es der 20., vielleicht war es der 29. September. Keins davon ist zugetroffen. Ich habe damals schon gesagt, genießt es mit einer Brise Salz, diese News, beziehungsweise diese Leaks, dass ich mir auch nicht sicher bin. Vielleicht war das hier jetzt ein kleiner Misstep, aber ich behalte es trotzdem beide mal im Auge. Ich würde an dieser Stelle aber gerne nochmal schamlos den Moment nutzen und sagen, hey, wir haben mit unserer Band die erste Single draußen. Hört da doch gerne mal rein. Wir sind jetzt auf dem Weg zu 6.000 Streams, was ich ziemlich sick finde. Und hey, wenn wir dieses Jahr noch 10.000 Streams knacken würden, dann wäre das schon knackig. Wir fangen aber an mit den Tour-Updates und legen los mit Monchi, denn der geht ein letztes Mal auf Lesetour. 15 Termine wird es noch dieses Jahr im Dezember geben. Außerdem geht auch Bela B. mit seinem kommenden Buch Fun auf Lesetour. Das Ganze umfasst 18 Termine im Zeitraum März bis Juni 2025. Stick to Your Guns haben 14 Konzerte im Januar und Februar im deutschsprachigen Raum angekündigt und Lord of the Lost spielen zusammen mit Feuerschwanz. Das Ganze umfasst 7 Shows im Oktober 2025. Heißkalt haben kaum ihr neues Album angekündigt, da müssen sie es leider auch schon verschieben. Man ist zwar mit Recording und so alles fertig, aber hinter einer Albumproduktion steckt ein bisschen mehr als Recording, Mixing und Mastering und deswegen sind sie leider ein bisschen hinten dran. Der neue Release-Termin wird hier der 25. Januar 2025 sein. Außerdem haben The Halo Effect ihr neues Album angekündigt. March of the Unheard wird am 10. Januar 2025 erscheinen. Und dann gibt es noch Neues von Marilyn Manson, nämlich ein neues Album. One Assassination Under God Chapter 1, was einfach offiziell einer der coolsten Albumtitel überhaupt ist, so I'm sorry, kommt mit 9 Songs und wird noch dieses Jahr am 22. November erscheinen. Fever 333 mussten alle ihre kommenden Konzerte canceln. Grund hierfür ist, dass der Sänger Jason Allen in tiefe Depressionen gefallen ist und in dieser Situation ist es natürlich komplett verständlich und ich bin da auch wirklich froh darüber, dass im Jahr 2024 das Verständnis für solche Krankheiten so groß ist, zu sagen, okay, hier steht jetzt eine Tour an, mir geht's absolut nicht gut, Gesundheit geht vor allem eben ist mentale Gesundheit was dich halt mal ganz schnell kaputt machen kann. Deswegen geht an dieser Stelle auch nur das Beste raus. NSOK haben letzte Woche bekannt gegeben, dass in Zukunft die Band NSOK und Drummer Nico getrennte Wege gehen werden. Nico ist seit 2016 Bestandteil der Band gewesen, will sich aber jetzt hier auf neue musikalische Wege konzentrieren. Die kommenden Konzerte werden natürlich dennoch gespielt, die erste Hälfte der Konzerte werden noch mit Nico gespielt und die zweite Hälfte zusammen mit Silas Fischer oder Silas Fischer. Sorry. Der ehemalige Red Hot Chili Peppers Gitarrist Josh Klinghoffer wurde angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Am 18. März soll er den 47-jährigen Israel Sanchez überfahren haben. Dieser soll gerade über einen Zebrastreifen gelaufen sein, während Josh selber im Auto war, allerdings nicht auf die Straße geachtet haben soll, sondern eben am Handy war und auch erst gebremst hat, als eben der Impact schon passiert ist. Das Auto soll wohl auch keine Nummernschilder dran gehabt haben. Klinghoffer selber erschien nicht zur Anklage. Die Anhörung selber ist für den 18. Oktober angepeilt. Passt beim Autofahren ein bisschen auf, Leute. Ich sitze aktuell schon am Skript zum ausführlichen P. Diddy Video. Allerdings lasse ich mir da glaube ich wirklich noch ein paar Wochen Zeit, weil es ist gerade unmöglich, alles unter einen Hut zu bekommen, weil da wirklich im Minutentakt neue Infos rauskommen. Das ist absolut krank. Nun sieht es so aus, dass eine Anwältin einer der Anklagenden gegen P. Diddy veröffentlicht hat, dass wohl auf dem Hollywood-Schwarzmarkt Tapes von P. Diddy unterwegs sein sollen und sie Stillframes von diesen Tapes gesehen hat. Also Standbilder. Auf diesen Standbildern soll jemand zu sehen sein, ein Prominenter, der noch viel größer als P. Diddy selber ist. Also ich glaube, dass jetzt manche Leute vielleicht doch verstehen können, warum es hier mal hieß, dass es zu einem Zusammensturz der Musikindustrie führen kann, wenn hier einfach noch größere Tiere als P. Diddy selber involviert sind. Und das ist halt so ein Ding, das wird halt auch kein Einzelfall gewesen sein, wenn man überlegt, wie lange diese ganzen Machenschaften schon laufen und wer auch alles in Verbindung gesetzt worden ist mit P. Diddy in diesem Fall. Weiter sagt die Anwältin, dass sie davon ausgeht, dass die Tapes wohl auch bald in die Öffentlichkeit geraten könnten. Und Junge, dann geht's ab.
dann knallt es aber gehörig, glaube ich. So, Freunde, und zum Abschluss haben wir noch ein paar leckere Linkin Park-Häppchen. Heute enden wir nicht mit negativen Nachrichten, sondern wir starten die Linkin Park-News mit den negativsten Nachrichten, den negativsten, und enden dann mit den besten. Dass wir im Vergleich zu letzte Woche schön aus diesen News herausgehen können. Das Negativste dieser News heute ist, dass Linkin Park ja in Südkorea gespielt haben. Und hier soll wohl beim letzten Song ganz am Ende ein Fan die Bühne gestürmt haben. Das Ganze haben aber Securities relativ schnell gesehen, reagiert und haben den Fan wieder von der Bühne geholt. Leute, das ist nicht cool, macht sowas nicht. Auch wenn ihr keine böse Intention dahinter habt, ihr wisst ja gar nicht, von was die Band ausgehen muss, was da passiert. Vor allem, nachdem wir diese riesen Hatewelle gegen Emily Armstrong hatten. Wobei, ich würde jetzt nicht sagen riesige Hatewelle, aber es war eher eine kleine, aber dafür laute Hatewelle. Aber um die Stimmung wieder ein bisschen zu steigern, will ich euch kurz ein Video zeigen, über das ich online gestolpert bin, von Emily Armstrong bei Dead Sarah Konzerten, wie die Frau da eskaliert ist. Jetzt guckt es euch mal an, ich hole mir so lange kurz meinen Smoothie. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass sie so dermaßen bei Linkin Park eskalieren wird, wäre aber schon auch irgendwie geil. So, und kommen wir zu den nächsten Nachrichtenhäppchen. Colin hat während ihrem Südkorea-Aufenthalt einen kleinen Instagram-Livestream gemacht und hat da ein paar Fragen beantwortet, ein paar Sachen gesagt. Unter anderem wissen wir nun, dass es noch einige Songs gibt, an denen sie arbeiten, die vielleicht oder vielleicht auch nicht nächstes Jahr erscheinen könnten. Was heißt, wir haben hier das Album From Zero, aber das sind eben noch lange nicht alle Songs, die sie fertig produziert haben. Das heißt, es wird also nicht einfach nur so ein kurzes, ey, wir sind jetzt wieder zurück, Linkin Park, ein Album, Cash Grabby, let's go, sondern da ist wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr dahinter. Und mich persönlich macht das ein bisschen glücklich. Außerdem sollen die bisher veröffentlichten Songs, also Emptiness Machine und Heavy is the Crown, bei weitem nicht die härtesten Songs auf dem Album From Zero sein. Also da können wir mal auf jeden Fall gespannt sein. Die größte News von diesem Livestream ist aber in meinen Augen, dass er mal so ganz casual gedroppt hat, dass es nächstes Jahr nicht nur einen Haufen Konzerte geben wird, das wissen wir ja bereits. Es sollen Festivals gespielt werden. Und zwar in Argentinien, Mexiko und eben auch Deutschland. Ich sage ja schon seit langer, langer Zeit, dass ich fest davon ausgehe, dass sie bei Rock am Ring und Rock im Park spielen werden, einfach wegen diesem großen Jubiläum. Ich glaube, ich habe auch damals in meinem Tippspiel, das ich mit Yannick gemacht habe, Linkin Park für Rock am Ring und Rock im Park gecallt. Und das war noch lang vor der Linkin Park Reunion. Da waren das Ganze noch Gerüchte. Also das wäre total krass. Aber ich bleib dabei. Wenn die jetzt Hurricane Southside bestätigt werden, dann würde ich mir echt den Arsch beißen. Aber Freunde, das war's auch schon wieder mit den Musiknews für diese Woche. Wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für Musiknews und anderen fantastic Shit. Wir sehen uns wahrscheinlich direkt morgen wieder, weil das Lumpenpack heute noch WZF 2.4 veröffentlicht. Oh mein Gott. Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.